hier was ganz Cooles zusammengestellt, nämlich, das wollte ich euch kurz am Anfang noch schnell vorlesen, weil ich das so gut finde. Und zwar, das ist ganz, ganz wichtig, oder? Die Wahrheiten um Geld. Zwei Wahrheiten, also nicht zwei, drei oder sogar vier göttliche Wahrheiten über Geld. Zum Einstimmen, es geht nie um Geld. Es geht nur um die Illusion, dass du glaubst, was Geld ist, ja? Und wenn du an diese Illusion glaubst, wirst du Geldschmerzen haben. Und warum? Weil eben diese Illusion, ja, diese Vorstellung, die wir von Geld haben, die tut uns weh. Das ist wie bei Männern, ja? Wenn du eine schlechte Vorstellung von Mann XY hast, dann tut es dir weh. Das ist diese Illusion, die aus uns heraus entsteht. Das ist unsere Projektion. Dann die nächste Wahrheit über Geld, die ist auch noch super wichtig. Und zwar, Geld kommt von der göttlichen Quelle. Geld kommt nicht von Kunden oder Arbeitgeber oder Partner oder irgendeiner anderen Quelle, sondern es kommt aus dem Göttlichen. Ja? Die Leute sind quasi nur die Überbringer. Das sind nur die Überbringer, aber das sind die Überbringer, das sind nicht diejenigen, von denen wir das Geld wegnehmen. Ne? Weil wenn du überlegst, wenn du dir überlegst, wir sind drei, ja? Wir haben aber einen unendlich großen Kreis. Und in der Mitte und außen von dem Kreis ist Fülle. Ist unendliches Geld. Ja? So. Und jetzt langen wir da rein. Und dann gebe ich ein bisschen was der Sabine. Und dann gibst du ein bisschen was der Sabine. Und dann gibt die Sabine mir was. Oder XY, ja? Wir haben quasi wie einen Riesentopf. Und wir teilen es einfach. Und dieser Topf, der füllt sich. Wenn wir uns das vorstellen, dieser Topf, der füllt sich einfach immer wieder. Und wir dürfen das einfach verteilen. So, die nächste Frage ist, was würden wir denn gerne verteilen? Schmutzige Kacke? Da, Sabine, schmutzige Kacke. Oh ja, da, Maria, schmutzige Kacke. Nein, es muss ja was ganz Tolles sein. Es muss ja das Schönste sein. Es muss ja das Beste sein. Es muss ja das Wahrhaftigste sein, dass wir das gerne zu uns nehmen und dann verteilen. Also stell dir vor, du sitzt da und wir sind alle Menschen dieser Welt. Wir sind jetzt in einem riesengroßen Topf und da sind wie Tausende und Abertausende von funkelnden Geldstückchen drin und wir dürfen die annehmen und weitergeben. Und damit uns das jetzt wirklich gut gefällt, machen wir jetzt diese Heilung von diesem Geld. Und zwar verbinden wir uns jetzt mit unserer absoluten, tiefsten, göttlichen Wahrheit. Wir verbinden uns und ihr spürt es jetzt einfach mal, wie diese Wahrheit euch ausfüllt, wie diese Wahrheit euch ausfüllt und wie das groß wird und wie diese Wahrheit da ist, dass wir in absoluter Fülle hier leben. Es ist nichts, was es nicht gibt. Es ist nichts zu wenig. Es ist von allem da. Spürt es mal rein, diese Größe, diese Unendlichkeit, in der wir uns befinden. Und jetzt spüren wir, wie wir angebunden sind von oben durch unseren ganzen Körper hindurch. Und das ist jetzt wichtig, dass ihr spürt, euren Kopf, wirklich euren Kopf mal spüren. Wo ist er denn? Wie groß ist er? Dann den Hals spüren, die Schultern spüren, Kehlkopfchakra spüren, wirklich das spüren, wo ist es denn? Euren ganzen Körper spüren, wo ist denn der, wo sind die Schultern? Spüren die Arme bis in die Fingerspitzen. Wirklich 3D vom Körper spüren, vorne das Herz, hinten das Rückgrat. Den ganzen Körper spüren, unsere Flanken spüren, spüren bis zur Hüfte.
den Rücken spüren. Spüren, wie es weitergeht in die Beine, in die Knie und spüren, wie es am Boden ankommt. Und jetzt sind wir verankert in unserer wahren göttlichen Identität. Da hat es keinen Platz mehr für irgendwelche Vorstellungen, die nicht göttlichen Ursprungs sind. Und jetzt gehen wir dann nochmal durch und spülen alles raus von oben nach unten, was nicht mit der göttlichen Wahrheit und der göttlichen Fülle einhergeht. Und spürt es nochmal von oben bis unten. Ich drehe das jetzt mal ganz schnell noch auf. Ganz fest auf. Und jetzt möchte ich euch bitten, stellt euch wirklich so vor, einen riesengroßen Goldregen, der aus einer Dusche rauskommt. Einen Goldregen. Wirklich so wunderschöne, liebliche Goldtaler. Wie die sich anfühlen, diese Goldtaler. Spürt es dann rein, spürt da rein, wie das von oben auf euren Kopf durchfließt. Dieses wunderschöne Geld, dieses reine Geld, dieses funkelnde Geld, dieses absolute saubere Geld. Es sind Goldtaler. Es ist die sauberste Geschichte an Vermögen, die es überhaupt nur gibt. Neben Diamanten. Wir nehmen jetzt die Goldtaler und lassen die durch uns durchlaufen. Nehmt noch ein Bild dazu. Wirklich so richtig schöne, funkelnde, gelb-goldene Goldtaler. Und die spürt ihr jetzt mal, wer euch damit verbindet, mit dieser wunderschönen Energie. Es ist rein. Es kommt aus der Erde, dieses Gold. Das hat noch niemand angefasst. Das ist nicht schmutzig. Das ist wunderbar in riesengroßer Fülle da für uns. Und jetzt nehmen wir noch Diamanten. Die sind auch rein. Die kommen aus der Erde. Die frische, schöne, wunderbare Rohdiamanten. Mit denen ist auch überhaupt noch nichts passiert. Die sind nicht verarbeitet. Die sind einfach da. So wie das Göttliche sie uns geschenkt hat. Und jetzt spürt ihr mal diese Diamanten. Fühlt es vom Kopf wieder durch euch durchfließen, durch den ganzen Körper. Funkelnde Diamanten. Wunderschön. So, spürt sie durch den Kopf, den Hals, Rücken, Wirbelsäule entlang. Schön tief durchatmen. Herz, Bauch, diese Energie. Reinste, höchste göttliche Energie. Es fließt weiter. Jetzt lassen wir mal unseren Schoßraum damit ausfüllen. Wie eine Badewanne. Rein und warm und weich und Fülle und Liebe. Und jetzt darf es weiter fließen durch unsere Beine, unsere Knie. Unsere Füße und wir verbinden uns wieder mit unserem Körper, mit unserer ganzen Silhouette. Wir sind hier in diesem gegenwärtigen Moment, den wir uns erschaffen, zu unserer göttlichen Wahrheit. Jetzt atmet nochmal tief ein, halte die Luft an kurz und dann lass sie so aus. Wir spüren nochmal dieses Gold. Wir spüren nochmal Gold. Spürt Gold. Gold ist so, so schön. Gold ist so warm. Gold ist so Fülle. Gold ist einfach Unendlichkeit. Und jetzt leben wir in dieser Fülle. Es gibt keinen Grund, es gibt keine Bedingung für Gold. Gold ist da. Gold ist für alle da. Gold ist für uns da. Spürt doch mal da rein und merkt, wie groß ihr werdet mit diesem Goldgedanken. Spürt mal, wie sich das ausdehnt, wirklich in die Unendlichkeit, dieser Goldgedanke. So, und jetzt kommt die Arbeit. Jetzt nehmen wir Geld und waschen es genauso rein wie dieses Gold. Ist ja nur ein Buchstabe Unterschied, aber stellt euch vor, jetzt oben, wir haben einen Trichter, durch diesen Trichter darf dieses Geld reinkommen.
Und sobald es in uns kommt, zu uns kommt, in die Energie von Geld, wird sie transformiert. Und sie fühlt sich genauso an wie das Gold. Spürt es mal. Was ist mit meiner Stimme los? Keine Ahnung, egal. So, wir nehmen das Gold, das Geld, und wir transformieren es zu Gold. Geld wird zu Gold. Spürt es, Geld ist Gold. Es darf das Gleiche sein, es darf sich gleich anfühlen, es darf gleich sauber sein, es wird sauber gewaschen von uns. Durch unsere Projektion, unsere goldene, göttliche Projektion auf das Geld, wird Geld so wunderschön wie Gold. Und es ist liebenswert, dieses Geld, weil es kann nichts dafür, dass es nicht Gold war. Aber jetzt ist es Gold. Jetzt ist es Gold. Spürt ihr das? Geld, Gold, ein Buchstabe Unterschied. Und es ist dasselbe. Es ist dasselbe für uns. Alles, was uns an Geld angeboten wird, ist Gold. Ist Gold richtig? Ist Gold gut? Ist Gold göttlich? Und alles, was wir weitergeben an Geld, ist Gold richtig, Gold göttlich. Und es fühlt sich riesig gut an, oder? Es fühlt sich an wie Liebe, wie Fülle, wie Freude. Es ist alles da. Es ist alles da. Nichts fehlt. Es gibt keinen Mangel. Puh, und jetzt spüren wir es nochmal ganz, ganz tief. Diese ganze Fülle, dieses Gold nochmal von oben durch den Kopf hindurchlaufen lassen und spüren. Wenn es irgendwo blockiert, dann einfach mit dem Finger schnipp. Aufmerksamkeit dort auf den Körper und schnipp weg. Schnipp, wo es blockt. Schnippt einfach kurz mal dorthin und lasst weiter diese Fülle und dieses goldene Gefühl, dieses goldene, wunderbare Gefühl durchlaufen. So. Spielt nochmal rein und sagt einfach, Geld ist Gold. Das ist mal, glaube ich, ein bisschen einfacher, als es mit was anderem zu assoziieren. Geld ist Gold. Hand aufs Herz. Geld ist Gold, so sei es. Gold ist göttlich, so sei es. Gold ist Fülle, so sei es. Gold ist Freude, so sei es. Mit Gold kann ich spielen. Gold ist spielerisch, so sei es. Und jetzt setzt euch mal ein wunderschönes Lächeln auf die Lippen. Freut euch auf dieses wunderbare Gold, das wir gerade kreiert haben. Freut euch darüber, dass wir dieses Geld zu Gold gemacht haben. Atme nochmal tief durch und dann kamen wir zurück. So, ich hoffe, dass dir das gefallen hat und dass du diese Energie auch spüren konntest, diese transformierenden Energien. Wir haben alle Kraft bei uns. Wir können uns von allem lösen, was nicht in der göttlichen Ordnung ist, was nicht in der göttlichen Wahrheit ist. Und alles kreieren, was auf Basis von Fülle und von Liebe entstehen darf. Jetzt ist es so, dass wir ganz, ganz viele alte Programmierungen, Überzeugungen, Denkmuster, Glaubensmuster über uns, über die Welt, über andere Menschen, darüber, wie die Welt funktioniert haben. Und das engt uns ein, das schränkt uns ein, das trennt uns von dem, was wir uns wirklich wünschen, ein Leben in Fülle und in Glück. Und das ist ein kleiner Prozess, an den man sich daran machen darf, wo man die Sachen ablösen und transformieren darf, die wir zum Teil schon von Generation zu Generation übernommen haben. Und jetzt ist es an der Zeit, das wirklich zu beenden. Diese Ära der Einschränkung, diese Ära des Leidens, der Bedürftigkeit, des Eingeschränktheins, des Nicht-Selbstbestimmtseins.
Und weil das so wichtig ist und vor allem gerade in diesem Moment, lade ich dich ein zu meinem neuen Programm Divine Money, göttliches Geld für dein göttliches Sein. Und das geht einen Monat lang und wir bringen dich wirklich ganz tief in die Wahrheit, was Geld, was Fülle, was Reichtum betrifft und lösen für dich und für das Kollektiv alle diese Beschränkungen und Begrenzungen auf und alle diese negativen Beurteilungen und Vorurteile, alle die mit Geld, Reichtum und Fülle zu tun haben. Und wenn dich das interessiert, dann bist du ganz herzlich eingeladen auf meiner Seite mywellfeeling.com das Programm zu buchen. Divine Money heißt es. Du findest es unter Angebote. Klick einfach drauf und du bist dabei. Es ist ein fortlaufendes 4-Wochen-Programm. Du kannst jederzeit einsteigen. Und du wirst jederzeit nach 4 Wochen als kleiner Diamant, als wunderschönes, goldenes, leuchtendes Wesen aus diesem Programm aussteigen und dir alles erlauben, was du dir immer gewünscht hast. Ich wünsche mir für dich, dass du hier so begeistert bist von unseren göttlichen Energien und dass du viel, viel Vertrauen hast, dass diese Art und Weise der Transformation auf Herzebene über die göttliche Verbindung inklusive dem Verstand dich genau dorthin bringt, wo du so, so gerne schon lange wärst. Ich freue mich auf dich, deine Patricia.